Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und Trap wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg, ich habe zu Hause reihenweise Untergrundratten abgeknallt. Und für dieses Achievement müssen wir Folgendes machen. Besiegt den Überrest von Nazul im Sanktum der Herrschaft auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher, nachdem ihr 3 Tore erzielt habt. So, mit was können wir jetzt Tore erzielen? Und zwar, Nazul, der droppt ja ab und an so komische Orbs hin, die müssen dann mit dem Tanklaser aufgeschossen werden und dann kann man die aufheben und eigentlich von der Plattform schmeißen. Soweit der normale Kampf. Jetzt ist es so, dass wir hier am Rand so ein Pendel runterhängen haben und an diesem Pendel ist ein Ring dran und wir müssen quasi mit diesen Kugeln durch den Ring durchschießen. Wäre das nicht schon schwer genug, gibt es parallel dazu noch ein weiteres Pendel. Das hängt aber nicht nur runter, sondern das schwingt. Und wir müssen jetzt die Kugel durch das Pendel schmeißen, das statisch ist, und gleichzeitig abwarten, dass das Pendel so fliegt, dass quasi man durch beide Ringe gleichzeitig schießt. Und dann hat man in Anführungszeichen ein Tor geschossen. Ja? Und das Ganze müssen wir 3-mal machen. Jetzt ist es aber nicht so, dass ihr die Kugel aufheben könnt und schießen könnt, wenn die Pendel genau übereinander seid, sondern ihr müsst so ein bisschen das vorausahnen, so ein bisschen mitzählen, wann das Pendel da sein wird, wenn eure Kugel im Fliegen ist. Weil ihr werft die Kugel und die ist nicht instant, sondern die fliegt halt so einen kleinen Bogen und braucht 1-2 Sekunden, bis sie beim Pendel ist. Also es ist ein bisschen tricky, muss man ein bisschen rumprobieren. Wir haben es tatsächlich im ersten Try geschafft. Das haben alle möglichen Leute im Raid mal probieren dürfen, da durchzuschießen. Und ich kann euch sagen, es ist beim ersten Mal nicht so einfach, ne, wie man meint. Man muss da schon ein bisschen gucken. So als grobe Regel haben wir rausgearbeitet, dass quasi, wenn das Pendel, was schwingt, ja, an einer der Ecken ist, also oben zum Beispiel rechts zum Stillstand kommt, ne, und dann wieder runterfliegt, dass man dann noch 2 Sekunden, 1, 2, und dann den Ball loswirft und dann müsst etwa hinhauen. Aber ihr müsst da so ein bisschen gucken. Ihr solltet auch schauen, wo ihr das Mark hinstellt, wo sich die Leute dann draufstellen, die dementsprechend den Ball werfen. Wir haben das auch während dem Kampf 1-2 Mal umpositionieren müssen, weil wir es nicht ganz genau am Anfang gestellt haben. Man muss mit der Kugel nämlich relativ nah an den Rand und da ist es schon ein bisschen Feinjustierung. Bei uns war es dann so, nachdem wir 3 durchgeworfen haben, ist das Achievement weiß geworden und dann konnten wir den Boss töten und haben dementsprechend auch das Achievement gekriegt. Ihr habt hier relativ lange Zeit mit dem Enrage-Timer, also ihr könnt dann bis zum bitteren Ende durchwerfen, haut den Boss vielleicht auf einen loweren Prozentsatz, 20-30%, und dann versucht halt einfach immer wieder die Kugeln zu nehmen und durchzuschießen. Ich glaube sogar ab 30% hat er immer 2 Kugeln gespawnt, auch im NHC. Dementsprechend habt ihr dann so ein bisschen zusätzliche Chancen. Ne? Was noch ein kleiner Hinweis ist, was wir das Problem hatten, ihr solltet dann mit dem Dispellen ein bisschen abwarten oder euch vielleicht dahin stellen mit dem Dispellen, wo quasi ihr durch die Ringe werft. Nicht, dass die Leute, die gerade mit den Ringen am Machen sind, ne, dass die dann runtergenockt werden. So ist es tatsächlich mir auch passiert. Also da ein bisschen aufpassen, am besten dort dispellen und ein bisschen absprechen. Dann ist das eigentlich eine einfache Sache. Ihr müsst halt ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wann ihr genau schmeißen müsst. Aber ihr habt genug Tries, also von dem her sollte es nicht das Problem sein. Gut, damit wären wir dann am Ende auch für das kleine Achievement. Und auch mit dem Video. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.